Herzlich willkommen zurück zum Fußball Manager 12 Let's Play. Mit unserer Hertha aus Berlin stehen wir ganz gut da zur neuen Saison. Nächstes Rückspiel gegen Liberec, dann gegen Unterhaching und dann gegen Schalke. Sind ein paar schwere Gegner dabei. Wir gehen mal weiter zum Rückspiel gegen Liberec. Machen wir wieder im Textmodus. Haben Hinspiel ja 2:1 gewonnen. Ja, zwei Spieler haben wir noch verkauft. Haben noch ein bisschen Geld reinbekommen. Jack Wilshere zu Birmingham Laie. Hatte sich ja schon angedeutet, hatten wir auch mal kurz nachgeguckt. Aber das sollte ja nicht sein. Jetzt wird es natürlich problematisch mit zwei Spielen in drei Tagen. Aber deswegen machen wir auch noch mal den Laktat-Test und Marek Mintal. Den gibt's auch noch. Wird Fußballer des Monats, hat sich aber verletzt. Meniskusriss, fällt 6 Wochen aus. Das ist natürlich bitter, aber das ist ja auch so im höheren Alter. Wird das immer häufiger, dass man sich verletzt. Das ist der Laktat-Test. Sörensen, sehr schön, trainiert nach Feierabend. Sehr, sehr schön. Höger, faul im Urlaub. Schade. Isaksson hängt sich trotzdem rein, obwohl er bei uns eigentlich keine Chance hat. Reitmeier, gesunde Ernährung plus 10, Fitness, sehr schön. Rob Friend, trainiert mit Privattrainer, das ist zwar gut, aber er ist 31 und hat bei uns keine Chance im Team. Sebastian Lange hält sich im Training zurück, kam ja neu, hat beide Tore geschossen. Den wollten wir jetzt ja auch reinbringen, ne, in dem Spiel. Jetzt haben wir hier Helm geblieben bei seinem Verein. Der auch hier auf 8 abgeschlossen. Okay, Stiefler bleibt. Na. Lang möchte spielen. Ja, er darf spielen. Holen wir noch gleich mal in die erste Mannschaft rein. Für... Ja, schwer zu sagen, ne? Wir wollten uns den Tribul holen, ne? Genau. Oder wollten... Ne, wir wollten uns ja vielleicht noch den Kamera holen, ne? Ah. Schon schwer zu entscheiden, genau. Schwer zu entscheiden. Vielleicht kriegen wir noch gescoutet fertig hier bis zum Spiel. Glaube ich aber nicht. Gucken, wie er sich so schlägt. Ist ja vom Talent her gleich gut. Naja, jetzt tun wir auf jeden Fall Lange rein. Für... Na, ich sag mal für Ramos. Ja. Darf der Lange heute noch spielen? 2 Tore gemacht im Hinspiel. Friend, wollen wir mitnehmen? Ja. Kann halt mit auf die Bank, wenn es ihm Spaß macht. Naja. Kamera auf die Stufe 9. Hat jetzt schon eine Stärke von 75. Das sieht doch sehr gut aus. Dann holen wir uns ihn wahrscheinlich noch, ne? Das sieht ja gut aus. Aber wir können hier nochmal reingucken. Gut in Form war hier nämlich auch noch zuletzt der Ebert. Lassen wir ihn mal spielen statt Torun heute. Höger nagt ein bisschen an der Frische. Reitmeier. Müssen wir gucken während des Spiels. Unter Haching sollte jetzt auch nicht so schwer werden. Mannschaftsstärke 640. Ja, das sollten wir auch gewinnen, ne? Sascha Bigalke war mal bei uns. Der einzige gefährliche Spieler, würde ich sagen. Ansonsten... Ja... Sollte man die schon schlagen. Alles klar, gehen wir mit dem Team ins nächste Spiel. Hannover könnten wir auch mal bringen. Während des Spiels. Unser neuer Spieler. Hängt sich auch ganz gut rein im Training. Alles klar, gehen wir gleich zum Spiel starten. Textmodus machen wir das. Alles klar. Wir schaffen die nächste Runde. Sag ich jetzt einfach mal. Das sollten wir auch schaffen. Da haben wir schon. Die Tormusik. Die Tormusik. Was sag ich denn da? Die Einlaufmusik. Jawohl. Auf geht's. 2. Minute. Oh. Ja, ich habe meine Einlaufmusik eingefügt. Finde ich cool. Ich denke, das kann man zur neuen Saison mal so als kleines, ja.
sondern sagen, extra mit reintun. Jetzt Kraft gleich mal mit einer Glanzparade. Von Zabadil, wie spielen die? Wieder, so wie sie auch im letzten Spiel gegen uns gespielt haben, ja, und die sind nicht besonders gut, ne? Bester Spieler immer eine 65. Naja, jetzt Chance für uns. Ja, schade. Freistoß hier. Höker kann er eigentlich gut, aber Fußsack ist da. Okay. Weiter geht's. 10. Minute, nächste Chance. Hier, Benatira macht das Spiel schnell, legt den Ball zu Höger, der vor das Tor flankt, und Fußsack lenkt das Leder zur Ecke. Ecken können wir auch ganz gut. Vielleicht kriegen wir da nochmal eine schöne Chance. Nee. Kriegen wir nicht. Zuschauer heute 54.899. Ist ganz okay. Jetzt nächste Chance für uns. Ah, schade. Höger hier. Draxler kommt aber trotzdem an Ball, und Fußsack pariert. Kraft eine 1,0. Sehr schön. Im Hinspiel hatte er ja, glaube ich, 5. Das war nicht so gut. Aber heute macht er das doch ganz solide und souverän. Okay. Weiter geht's hier 0:0. Jetzt Chance für die. Und knapp vorbei. Haben wir Glück gehabt. Haben wir wirklich Glück gehabt. Alles klar. Jetzt weiter geht's hier. Los, Leute. 40 Minuten rum. Wir nähern uns der Halbzeit. Nochmal eine Chance für uns. Und jawohl, 1:0. Nela Soga war's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich super. Das ist klasse, Leute. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Tormusik habe ich auch eingefügt. Nächste Chance. Ah, schade. Aber die Tormusik ist irgendwie so leise, die hört man kaum. Und ich weiß nicht, wie ich sie lauter kriegen soll. Muss ich mal gucken, ob ich sie vielleicht zum nächsten Spiel ein bisschen lauter kriege. Aber wir führen 1:0 durch das Tor von La Soga. Sehr schön. So, ich würde aber schon ein paar Spieler schonen, fast. Wir hatten den Frische nicht so gut. Der Draxler können wir aber nicht rausnehmen. Obwohl, da können wir den Torrunde, glaube ich, hinstellen. Ne? Kann das doch. Ja. Ja. Das hat Ebert, da ist auch nicht besser. Stellen wir Torun da mal hin. Reitmeier nehmen wir raus, hat auch eine 4. Das könnten wir so machen. Ja, und ansonsten, Lange wird im nächsten Spiel nicht spielen, heute auch eine 4. Nicht so gut. Wollen wir da einfach mal den Rob Friend spielen lassen? Ah, der Sinner müsste auch raus, ne? Der kann da noch spielen. Höger. Ja, das bringt uns ja nichts. Sörensen könnte das Spiel nicht. Benatira kann das bestimmt nicht, ne? Na, eine 61. Probieren wir das mal. Bringen wir Burg im linken Mittelfeld. Ja, weiß auch nicht. Wird jetzt ein kleines Experiment hier mit drei neuen Spielern. Aber gut, was soll's. Führen 1:0. Die müssten 2 Tore schießen, um in die Verlängerung zu kommen, und 3, um weiterzukommen. Also, das dürfte doch gelaufen sein, eigentlich. Burg, Schulz und der gute Torun jetzt drin. Können gucken, spielen alle auf, ja, Burg links. Ja, Schulz ist auch contento in Verteidigung. Mal gucken, wie es wird. Jetzt nächste Chance gleich. Ja, Fußsack ist da. Okay. Schade, Lange war das. Alles klar. 55. Minute, sagen wir mal Konzentration. Dass sie das jetzt so schön zu Ende spielen. Das dürfte es aber eigentlich gewesen sein. Jetzt kommen auch die Wechsel bei Liberec. Jetzt nochmal eine Chance. Ja. Ah. Knapp vorbei. Lange damit der Ecke, Contento köpft, aber 1 Meter vorbei. Schade, schade. Lange wird jetzt doch etwas besser. Mal gucken, was hier noch geht. Benotung 4, Benatira auf der defensiven Mittelfeldposition. Aber es ist nun mal auch nicht seine Position. La Soga 1, sehr schön. Torun auch. Ja. Kann man nicht meckern. Jetzt nochmal eine Chance. Und
Da ist das 2:0. Und es ist wieder La Soga. Sehr schön. Jetzt müsste wieder diese ultra leise Tormusik kommen. Jawohl. Also ich höre sie ganz leise. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hört. Naja, falls ihr sie hört, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Kennt ihr auf jeden Fall. Ich guck mal, ob ich die noch mit Camtasia irgendwie ein bisschen lauter gerendert kriege. Mal schauen. Wenn ihr sonst sagen könnt, wie man die Tormusik lauter kriegt, schreibt's bitte in die Kommentare, denn das wäre richtig cool. Auch ob ihr die Einlaufmusik okay findet, könnt ihr auch dazu schreiben, ne? Oder wenn ihr da bessere Vorschläge habt, ab in die Kommentare. Jetzt Liberec hier mal mit der Chance. Ja, Torun im offensiven Mittelfeld macht da ganz gut. 2,0. Sehr schön. Ja, machen wir hier locker. Alles klar, ne? Hüger geht jetzt hier langsam am Zahnfleisch, 49. Gucken, er wird also nicht wieder frisch sein zum nächsten Spiel, aber da haben wir auch keinen Ersatz in der rechten Verteidigung, ne? Enes Benatira macht heute keine Gefangenen und lässt kein Tackling aus. Sehr schön. Na, 3,5. Naja, ein paar Spiele sind wohl noch in der Verlängerung. Machen wir mal weiter. Können wir ja gleich mal in den Ergebnissen gucken, was es da für Überraschungen gab. 2:0, 2 Tore von La Soga, der damit doch gleich mal auf eine 75 springt. Marktwert 8,3 Millionen gesteigert. Sehr schön. Sebastian Lange heute nur eine 3,5. Trotzdem. Wenn wir uns jetzt das mal angucken, wir haben eine Kaufoption von 1,3 Millionen nächsten Sommer. Das heißt, wir haben ihn jetzt für 2 Saisons ausgeliehen. Der hat jetzt schon fast das, mehr als das Doppelte vom Marktwert her. Also meine Güte. Schulz auch eine 1,5. Sehr schön. Auch schon auf 1 Million gestiegen, der Marktwert. Alles klar. Ergebnisse. New Saints FC ist in der nächsten Runde. Florenz nicht, ist ausgeschieden. Hier gegen Pax. Kenne ich nicht. Faradzdin, zweite, okay. Domzale. Wisla Krakau ist ganz souverän weiter. Die Young Boys Bern ebenfalls. Maccabi Netanya, der Ex-Club von Loda Matthäus auch. Olmütz, Örebro, Nicosia. Die stehen ja im Halbfinale, im Achtelfinale der Champions League, ne? Muss man ja auch mal sagen. Alkmaar ist weiter, ganz klar. Zaprezic, okay. AEK Athen, ganz souverän. Horsens bringt noch den Sieg gegen Wroclaw. Lokeren siegt im Elfmeterschießen gegen Trnava. Cluj ist weiter, alles klar. Hier ist es St. Johnstone. Tottenham ist weiter. Espanyol Barcelona, wir sind natürlich weiter. Genua. Stade Rennes, auch starker starker Gegner, und Famagusta ist auch weiter, so. Rubin Kazan ist weiter, Sofia. Heerenveen scheidet gegen Helsingborgs aus. F. Istanbul auch weiter, gegen Split. Turku wirft tatsächlich Panathinaikos raus. Okay, Lech Posen noch weiter, okay. Anderlecht, auch starker Gegner. Vålerenga wirft Vaslui raus. Dundee United ist weiter. Zürich wirft auch noch Malmö raus. Wir hatten ja das Hinspiel mit 1:0 verloren. Maccabi Tel Aviv ist auch weiter. Spartak Prag ebenfalls. Playoff. Oh, da stand eben schon, gegen wen wir spielen. Aber da müsste jetzt erst die Auslosung kommen, oder? Nein, Jahreshauptversammlung. Alles klar. Aha. Optimistischen Sprung hüpfen wir auf die Bühne. Es gibt freundlichen Applaus. Alles klar. Begrüßung hier. Mitglied 55-jährige Vereinszugehörigkeit. Okay. Finanzüberschuss von 17,87 Millionen. Das haben wir doch gut gemacht. Trotz unserer ganzen Transfers. Das ist doch gut. Jurisin war bester Spieler des Jahres und auch noch gleichzeitig bester junger Spieler. Das verstehe ich nicht. Der hat doch kaum gespielt bei uns.
Wie wollen sie ihre sportlichen Ziele verkaufen? Aggressiv, wir stehen vor einer herausragenden Saison. Davon bin ich überzeugt, die Mannschaft hat viel Qualität. Okay, die schönsten Torszenen werden noch eingespielt. Präsident wird noch nicht gewählt, ist noch 3 Jahre im Amt. Dann kündigt er eine Überraschung an, der habe heute den Vertrag mit Ben Hatira um 2 Jahre verlängert. Sehr schön. Das gefällt mir. Das ist doch super. Doch, der kann sich noch gut entwickeln hier. Im linken Mittelfeld. Haben wir in der letzten Saison auch von 70 auf 74 hochgeholt, glaube ich. Alles klar. Mannschaft sei total überaltert. Quatsch. Die ist doch nicht überaltert. Nein. Internationaler Titel. Na, neutral mal. Deutlich zu positiv. Ja, da müssen wir gucken, was das wird, ne? Wenn wir da leichte Gegner kriegen, warum nicht? Wir sind auf jeden Fall stark genug. Mannschaft viel zu unerfahren. Ja, das stimmt. Ja, wir haben Kraft zwar drin. Also sind schon Spieler, die jetzt schon ein paar Mal gespielt haben. Aber... naja. Hier, alles klar. Gute Nacht. Ebenso von mir. Was haben wir denn hier? Neuer Manager-Level. Auf Level 4. Alles klar. Sehr schön. Kriegen wir auch gleich eine Mail. Prämie für internationale Spieler. Draxler jetzt auf eine 76 hoch. Sehr schön. Marktwert 14,8 Millionen. Der hat sich diese Saison ja schon fast genauso gut entwickelt wie letzte Saison. Was hat denn der Trainingsziele drin? Auch schon bald alles erreichten. Meine Güte. Wenn der so weitermacht, wird er mal richtig, richtig gut. Kann auch die Nationalmannschaft bald kommen. Wir spielen gegen Bursa im Playoff. Liegt in der Türkei, Bursa. Team. Auf jeden Fall ein bisschen stärker. Wen kennt man da? Ich kenne mich jetzt im türkischen Fußball nicht so aus. Und da kenne ich auch, wenn ich ehrlich bin, keinen von. Naja, müssen wir mal gucken. Riskante Ansprache, erfolgreich. Alles klar. Dann war's das von hier. Und wir sehen uns morgen im Vorbericht auf das Spiel gegen Unterhaching, denn das ist DFB-Pokal und da geht es in den 3D-Modus. Alles klar, bis dann, tschüssi!